Hallo Ole Plockstedt. Hallo, ich bin Schwessi. Ich mache gerade Live-Übertragung hier auf, ja, dürfen, für Panic City. Dürfen wir dich kurz was fragen? Unbedingt. Toll. Was verbindet dich mit Udo Lindenberg? Udo Lindenberg? Ne, Udo Lindenberg macht Musik und ich koche ja für Musiker. Ne? Er ist nicht wirklich für Udo Lindenberg, der hat mich noch nicht gebucht, aber vielleicht wird das ja nochmal anders. Aber er war schon einmal, hat er schon bei uns gegessen. Da war er als Backstage-Gast bei Rosenstolz. Hm. Und das verbindet mich ja ansonsten. Was hat er da gegessen? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich echt nicht mehr. Aber ich glaube, es hat ihm geschmeckt. Also das behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, bestimmt. Und wusstest du, dass er, wenn er auf Tour geht und sich vorbereitet, dass er dann immer Low Carb isst? Also er hat dann quasi so eine spezielle Diät. Wie würdest du die auch empfehlen? Also es ist sozusagen Low Carb, dann ist es Eierlikör und Zigarre. Also Eierlikör würde ich sehr, sehr auf jeden Fall empfehlen. Das kann nur gesund sein. Aber ich glaube, das ist wirklich, also ich glaube in dem Moment, das ist auch mal so eine Glaubenssache. Wenn man an was glaubt, dass das gut ist, dann hilft es einem auch. Und das, jeder tickt anders und für jeden ist was anderes gut. Also von daher ist es bestimmt richtig, was er macht. Wenn er sich damit wohlfühlt und geile Shows abliefert, dann ist das schon richtig. Ja, ne? Wie ist dein Ernährungskonzept so als Koch? Also mein Ernährungskonzept ist eigentlich, dass ich gar keins habe. Also dass ich zusehe, dass ich ein bisschen auf meinen Körper höre und das esse. Und damit geht es mir eigentlich wirklich gut. Ja. Also du schränkst dich überhaupt nicht ein? Weder mit Kohlenhydraten noch mit... Also ich versuche nicht so viel Fleisch zu essen. Das gelingt mir nicht immer. aber das ist eine Sache. Aber das mache ich vielleicht auch eher aus ethisch-moralischen Gründen und nicht unbedingt meines Körpers wegen. Aber, sehr sympathisch. Ja. Ja, so ist es, genau. Und was erwartest du heute hier? Weißt du schon irgendwas hier von der Panic City, was das überhaupt ist und so? Nein, also Wunderland, das kann ich mir vorstellen hier, das Miniatur-Wunderland oder ein Panoptikum kann ich mir vorstellen. Hier habe ich null Vorstellungen, das finde ich sehr spannend. Also ich bin mal neugierig, was mich erwartet. Und warum findest du oder findest du überhaupt, dass das irgendwie ganz gut ist hier, dass Hamburg jetzt seinem Udo so ein Ding hinstellt? Ganz im Ernst mal, Udo gehört zu Hamburg wie der Michel, so, das ist einmal Punkt und das ist Fakt und also eine Attraktion kann Hamburg auf alle Fälle gebrauchen. Jetzt reißen sie hier die ganzen schönen Häuser ab, also die aus der Stadt werden ja, also die wird ja auch durch Attraktion beraubt. Klar, wir haben ja die Elbphilharmonie und ist ja schön, aber dass wir jetzt irgendwie so vom originalen Hamburger was kriegen, ist schon cool und wichtig. Wird bestimmt gut, ich bin neugierig. Und könnte man das auch von einem anderen Künstler sich vorstellen, dass so eine Multimedia-Experience durchs ganze Leben, dass man das machen könnte? Oder ist Udo da schon so eine Ausnahmeerscheinung? Naja, also Udo ist schon original, das passt schon besonders gut, finde ich. Aber ich denke, man muss ja auch nichts kopieren. Also ne, jeder könnte sich ja selber was ausdenken, was er machen möchte. Das muss ja nicht immer das ganze Leben begleiten von jemandem. Aber in dem Fall passt es natürlich. Wirst du dann heute auch diese VIP-Tour mitmachen? Ja, ja. Das ist ja toll. Würdest du dann danach uns sagen, was deine Highlights waren und so? Wenn ihr die Wahrheit ertragen könnt, ja. Wirst du singen auch? Ich singe? Ja, du musst dann singen auch da drin. Da drin musst du singen? Ja. Schauen wir mal. Und malen. Das wird dann eher eine Geisterbahn. Malen wie Udo, singen wie Udo. Also es kann beides nicht. kann man nicht. Nein, singen wie Ole und malen wie Ole. Aber nach Udo-Style mäßig. Also ich werde mich überraschen lassen. Also wie gesagt, jetzt kommen ja langsam so ein paar Sachen raus, worauf ich mich einstellen kann. Ich wusste ja gar nichts, was mich hier erwartet. Ne? Das hast du schon was verraten. Ja, und am Ende steigen alle in ein UFO und fliegen rüber zum Michel. Dort werden sie mit Fallschirmen runtergelassen. Und dann wieder mit so Raketenlimousinen wieder hierher geschippert für die große Abschlusssause. Das ist ja normal, das hätte ich ja auch erwartet. Sehr schön. Also viel Spaß, bis später. Und hier ist auch schon der Ole Plockstedt wieder. Hallo. Wie war's, Ole? Ja, es war großartig. Also es war total kurzweilig. Es kommt mir nicht vor wie anderthalb Stunden, es ist schon dunkel draußen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich muss ja singen, ne? Du hattest ja recht. Ja, du musstest singen. Und da hatte ich echt so ein bisschen Bammel vor am Anfang, weil das ist ja schon unangenehm, wenn man das nicht kann. Ne? Aber es war so lustig mit allen, das hat wirklich echt total viel Spaß gemacht, ganz großartig. Also, und nein, was ich auch finde ist, weißt du,
du könntest ja denken, wenn da jemand sein Leben so irgendwie nach Hause sieht, dass das irgendwie, oh Gott, ja, findet er sich geil. Und, aber das kommt überhaupt nicht rüber. Also das ist wirklich, also für einen Udo-Fan ein Muss und auch für alle anderen total, total sehenswert und interessant und sehr sympathisch. Gab es so Momente, wo du ganz aufgewühlt warst? Hattest du Herzrasen? Hast du geweint? Gab es solche Momente auch? Also ich, was mich aufwühlt, ganz besonders in Zeiten wie heute, ich finde es cool, gerade im letzten Raum in der Bundesrepublik Deutschland, wenn dann wirklich die Fahne hochgehalten wird gegen Krieg und gegen Rechtsradikalität und so weiter und gegen Rassismus. Und das, sowas wühlt mich immer auf, wenn da wirklich jemand dasteht und wirklich Haltung hat, ne? Also wie er es ja auch sagt, eine Haltung. Das finde ich großartig. Oder auch, was mir auch hängen geblieben ist, ist das Zitat vom Gregor Gysi, der ja eingespielt wurde, dass man, wenn man jemanden mit Haltung haben will, sich nicht wundern darf, dass er auch eine hat. Ja. Auch wenn sie einem nicht gefällt. Aber mir gefällt es, gegen Nazis, gegen Rassismus und so weiter zu stehen. Ja, das war so dein Highlight, diese bunte Republik. Ja, das Malen fand ich auch ganz niedlich und den Eierlikör danach. Das war, ja, das kann man machen, das hat das alles aufgelockert so, aber gut, ich und Malen, ne? Aber war bunt. Okay, schön. Okay. Ja, vielen Dank. Dann noch einen schönen Abend. Ja, ciao.